Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach den vertraglichen Regelungen zum Euro gibt es keine Haftung der Gemeinschaft für Verbindlichkeiten der Mitgliedstaaten und keine zusätzlichen Finanztransfers. Das sind die Worte Helmut Kohls aus der Bundestagsdebatte vom 23. April 1998. Und die CDU-Wahlwerbung zur Europawahl 1999 proklamierte auf die Frage, ob Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen müsste, ich zitiere, ein ganz klares Nein. Der Maastricht-Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften. Zitat Ende. So hat man es den Wählern versprochen, sehr geehrte Damen und Herren. Kein Euroland darf für die Schulden eines anderen Mitgliedstaates haftbar gemacht werden. So steht es in den Verträgen. Dies war ein zwingender und elementarer Grundsatz bei der Gründung der Europäischen Währungsunion. Und offensichtlich ist es Ihnen, die hier schon länger sitzen, herzlich egal, was Sie den Bürgern versprechen. Denn sonst hätten Sie nicht den fatalen Griechenland-Rettungspaketen zugestimmt und den diversen Rettungsschirmen. Der deutsche Steuerzahler muss neben enormen Haftungsrisiken mit seinem hart erarbeiteten Geld marode Banken und Staaten retten, weil diese schlecht gewirtschaftet haben. Und als Dank schwindet sein Erspartes dahin durch die Nullzins-Negativzinspolitik, und auch die Zukunft seiner Rente ist dadurch massiv gefährdet. Diese Politik ist unverantwortlich, sehr geehrte Damen und Herren. Was hier geschieht, ist nicht nur unmoralisch, es ist rechtswidrig. Artikel 123 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union verbietet ausdrücklich die Finanzierung eines Staates durch die Zentralbank. Auch das Bundesverfassungsgericht hat dies jüngst in einer Entscheidung bekräftigt. Die Bundesregierung scheint jedoch Urteil und Verträge gar nicht interessiert zu haben. Man bastelt lieber bereits in Hinterzimmern, um Debatten und Abstimmungen im Plenum zu umgehen. Und ich frage Sie ganz ehrlich, haben Sie eigentlich alle überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein mehr? Diesem nicht hinnehmbaren Zustand wird sich die AfD, und dafür sind wir angetreten, die Alternative für Deutschland mit aller Kraft entgegenstellen. Wir werden nicht widerspruchslos zusehen, wie man uns weiter vor vollendete Tatsachen stellt und die Bürger kalt enteignet. Und die Reden, von Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Juncker, Emmanuel Macron lassen keinen Zweifel mehr daran, dass die geplante Marschroute des Euroraums folgende ist: dauerhafte Vergemeinschaftung der Schulden, ein Euro-Finanzminister mit einem eigenen Budget, hauptsächlich finanziert vom deutschen Steuerzahler, versteht sich. So, und ein eigenes Eurozonenparlament. Von Gewaltenteilung überhaupt gar keine Spur mehr. Und das ist ein Skandal, sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben das zu verantworten. Der Euro sollte dazu führen, dass Europa zusammenwächst. Von einem wahren Friedensprojekt sprach einst Helmut Kohl. Die traurige Wahrheit aber ist, und das wissen Sie alle, der Euro hat Europa auseinandergerissen. Und die AfD-Fraktion, sehr geehrte Damen und Herren, bringt heute ihren ersten Sachantrag in den Deutschen Bundestag ein. Wir wollen, dass das Verfassungs- und EU-Vertragsrecht, was Ihnen offensichtlich fremd ist, wieder eingehalten wird. So sieht es nämlich aus. Wir wollen damit den Bürgern, den Steuerzahlern, den Sparern und den zukünftigen Generationen eine Stimme geben, die ihnen in den Jahren
der unverantwortlichen Euro-Dauerrettung genommen wurde. Wir fordern deshalb gegen sämtliche EZB-Beschlüsse zum munteren Gelddrucken und Vermögensvernichtung endlich Klage einzureichen. Die Anleihenkaufprogramme sind verfassungswidrig, und sie verstoßen gegen europäisches Vertragsrecht, sehr geehrte Damen und Herren. Und dazu muss der ewigen Euro-Rettung mittels der Target-2-Salden endlich ein Ende gesetzt werden. Und mit dem Abnicken sämtlicher Pseudo-Hilfsprogramme haben Sie, werte Damen und Herren der Parteien, die schon länger hier sitzen, unserem Staat und den deutschen Steuerzahlern bereits einen immens hohen Schaden zugefügt. Und damit muss endlich Schluss sein. Die Bürger haben es satt, eine abgehobene Politik der arroganten Gutsherrenart auszuhalten. Und es muss endlich wieder zurück zur Rechtsstaatlichkeit zurückgekehrt werden. Und dafür sind wir angetreten. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner in der Debatte für die CDU-CSU ist der Kollege Eckhard Rehberg.